Einen wunderschönen guten Abend. Tag 4 des Puzzles. Und schauen wir mal. Jetzt müssen wir Roller machen. Jetzt nochmal. Jetzt nochmal. 37. Ja, die sind schon ausgestanzt, was ich hier am letzten Mal schon so weit war. So, jetzt geht's weiter. Kalt heute, Wilfried, ne? Ja. Ist er windiger? Der Wind ist richtig kalt. Ja. Der Wind. Draußen sitzen wir aber auch kein Spaß mehr, ne? Nee. Da müssen wir aber mal ehrlich zugeben. Zugeben. Ne? Wir sind mitten im Winter. Das ist so. Das wollte ich eigentlich machen. Ja. Kannst du noch ein bisschen was erzählen? Weil du das ja doch seine Zeit mit die Frage genommen hast, ne? Also ihr Lieben da draußen, wie ich schon gehört habe, ist unser Kaiser gestorben. Franz Beckenbauer. Das war ja ein richtig geiler Fußballer, war das. Der hat ja bei Bayern gespielt, bei Cosmos hat er gespielt. Und war ja deutscher Nationaltrainer, war er ja. Schade eigentlich, ne? 78 und wie alt war er? So, das läuft ja. So, das haben wir auch. Jetzt sind wir bei G. Was ist, muss ich heute einmal einen Tee selber einschenken oder wie sieht das aus? Hast du noch keinen oder was? So. Nun, du bist ja bald fertig. Dein neues Puzzle ist angekommen. Ich hab's schon gelesen. Der Eiffelturm. Und ja. Chemiebaukasten für Udo. Und du und Udo, ihr macht ja zusammen so ein Holzschiff mit Anmalen und Kleber. Und für Didi Barcelona Stadion in 3D. Die machen das auch hier. Ja. Bitte? Das darf bloß anders herumschreien, die Leute. Ich hab nichts verstanden. Das darf bloß anders herum. Ach ja, jetzt sehe ich es auch. Dankeschön, jetzt sehe ich auch. Dauert fast so lange. Schaut so ein bei dir, Wilfried. Mhm. Ja. Was unscharf? Die Kamera soll unscharf sein bei dir. So, es geht jetzt hier weiter. Schaut Wilfried beim Stadionbau zu.
Und ich schneide das Video jetzt eben weiter. Ne? Mhm. Das mache ich einen Meter weiter. Bis ich vielleicht fertig bin, ne? Ja, dann dauert aber mal. 100 Punkte. Bitte? Bitte mal eine Esstasse auf. Ja, ich komme gar nicht zum Sitzen. Warte mal ab, wenn der Chemiebaukasten kommt und Udo hier dann halbe Vereinsheim in die Luft jagt. Mir hat Phosphor gemacht. Wie kann mir Phosphor löschen? So wird das hier abgehen. Das sage ich euch. Ich bezahle das nicht. Stimme, die ich im Hintergrund hört, wirkt es aufs Schneiden. Die Dachseite auf die andere Seite. Scheiße. Die Dachseite auf die andere Seite. So, da ist das Stadion, da ist die Tribüne. Wilfried guckt der Eingang zu dir, fragen sie. Ja. Ja, der guckst du. Sagt der Eingang so, guck zu mir. Zu dir also. Ja, der ist hier vorne. Ja, musst du denen sagen, dass der Eingang zu dir guckt. Der Eingang guckt zu mir. Da ist die Trainerbank. Da. Hier ist der Eingang. Und da ist die Trainerbank. Links ist die Südkurve. Das BVB-Zeichen muss auf die andere Tribüne zeigen. Sag Wilfried, das BVB-Zeichen muss auf die andere Tribüne zeigen. Also vom Eingang her ist das BVB-Zeichen links. Wenn der Schriftzug Signal Iduna Park zu ihm zeigt, dann muss das BVB-Logo auf die linke Seite sein. Ich sehe gar keinen Schriftzug. Ja, linke Seite. Ja, schreiben Sie. Hier ist er. Trainerbankseite, Eingang vorne. Ich sitze so, links ist das BVB-Logo. Jetzt links oder rechts? Die Scheibe, das Logo ist aber jetzt auf der rechten Seite. Das muss auf die linke Seite. Ja, von wo aus? Von der Trainerbank aus?
Ja, einfach jetzt auf die gegenüberliegende Seite packen, das Logo. Hinterm Tor kommen die doch, oder nicht? Die Person schreibt, das Logo ist aber jetzt auf der rechten Seite und das muss auf die linke Seite. Also muss es einfach auf die andere Seite, von der Seite, wo es ist. So viele Seiten groß. Du Rakete. Also ich weiß nicht, was du daran jetzt nicht verstehst. Pack das Logo doch einfach auf die andere Seite. Dann muss ich die ganze Scheiße wieder auseinanderbauen. Das ist alles vorgegeben. Ich frage mal nochmal, ich guck nochmal im Chat für dich sofort, weil ich dich am Schnall. So. Nur das Dach drehen, das Dach nur. Die Leute schreiben das Dach drehen. Nein, nur das Dach, das Logo auf dem Dach. Haha, ich kann nicht mehr. Nur das Dach drehen. Das BVB-Logo vom Dach muss auf die linke Seite. Das Logo auf dem Dach will fliegen. Das meine ich. Ja, Herr, jetzt guck mal hier. Ich komme damit jetzt mal hier. Ich komme nicht mehr. So. Ich habe gefragt, ich sitze jetzt vor, hier ist der Eingang. Hier ist der Eingang. Da ist die Trainerbank. Aber Sie reden von dem Dach. Das ist das Dach. Ja. Das Logo, meinen Sie? Genau. Das muss ich hier durchmachen. Das muss jetzt nach links hin, oder wie? Das BVB-Logo Dach muss über die Tribüne mit dem BVB schreiben, also dem Logo. Also BVB. Jetzt ist richtig, haben Sie geschrieben. Ja, also muss das Schwarze da auch hin. So. Sitzt schon, bitte den Leuten nehmen, fragen Sie nach Jochens Geschichte, was er für einen Unfall hatte. Oh. Das wissen viele nicht. Das ist aber krass, ne? Das ist ganz so wenig. Ich glaube. Ich kann nur nicht erzählen. Jochen hatte, so mache ich das. Wann war das? Weil nämlich, ja, unser Jochen Specker, der immer hier sieht, der hatte mal. Der fuhr immer auf dem Bäckerwagen. Und da war eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit. Ich glaube, mein Vater hatte einen Unfall, ne? Mhm. Und dann hatte er einen ganz schweren Unfall, wurde vom Auto angefahren. Ja, der. Seitdem ist er auch. Nicht vom Auto, der ist gestürzt und lag 5 Stunden im Straßengraben. Ach so, ja, ich wusste das nicht mehr. Ich wusste das nicht. Fünf Stunden im Straßengraben liegen, das ist auch was. Die Ärzte haben gesagt, er kann nie wieder laufen. Ja, ich kann doch nicht erzählen, ich kann nicht erzählen und arbeiten, das geht gar nicht bei mir. Ja, aber das ist ja mit dir, als würde ich dabei sitzen. Als wäre ich dabei gewesen bei der Geschichte. Ja, dann lege du doch hin. Ich war da auch nicht bei. Ich schneide mit dem Eier an. Du weißt besser Bescheid wie ich. Und ich bin ein Arbeiter auch. Wir sehen das gleich. Aber Jochen ist immer noch mega. Ja, ist ein geiler Typ. Jochen hat so geile Sprüche. Jochen ist wirklich witzig. Von Scale. Das ist wirklich witzig.
Ja, hier, ein Funskerl. Lieber Chef. Alla, 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 alla. Logo ist dran. So, jetzt habe ich noch 4, 8, 9 Teile. 38. La 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 la. Letzten Züge. So, noch 4 Stück. So, ihr Lieben, die letzten 3 Teile. So, jetzt ziehen. Ihr Lieben da draußen. Fertig. Fertig? Fertig. Ja, mach mal ein Statement zu den Zuschauern, wie du es findest. Wie findet ihr das? Ja, wie du es findest, von der Qualität aufbauen, ein bisschen so ein Test. Das ist nicht einfach, ne? So viele Löcher vorgestampft. Aber ich hab's geschafft. Also wenn wir danach gehen, das vierte Mal jetzt in 8 Stunden. Jedes Mal 2 Stunden gesessen hier. Top. Bin ich zufrieden? Bin ich. Ja, aber was sagst du jetzt so zu der Qualität? Geil. Geiles Stadion. Also du erzählst das mit einer Leidenschaft. Ja, ich bin... Das sieht aber echt cool aus. Sieht ganz cool aus. Für wen ist das Stadion? Ich schenke meine Enkelin. Kriege Nägel von mir. Schön. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Das sieht richtig gut aus. Bloß Bayern Stadion einfacher. Ich finde, das sieht cooler aus als das Bayern Stadion. Ja. Komm, wir machen das, sieht man ja gar nicht so gut, Leute. Schau mal. Das ist schon richtig gut, ne? Schon cool. Weißt du eigentlich, dass ich als Kind immer Fußballstadien gemalt habe? Und ich habe auch mein Leben lang Fußballmanager gespielt. Immer. Ich habe es geliebt, Stadien auszubauen und so. Richtig gut. Okay, lieber Chat. Egal gemacht, ne? Hammer. Zeig mal so einen Kreis. Wir haben übrigens noch ein Stadion davon über. Das würden wir im nächsten ein Dorf und ein Verein Video verlosen. Ihr Lieben, das würden wir verlosen. Dann könnt ihr das beim Gewinnspiel im Video gewinnen. In diesem Sinne, Wilfried, wir sagen für heute Tschüss, ne? Ja. Wir sagen Tschüss, danke fürs Einschalten. Dankeschön. Wenn morgen Zeit da ist, dann gehen wir über auf den Eiffelturm. Ja, morgen muss ich aber erst noch was anderes erledigen. Ja, kein Stress, kein Stress. Dann sind wir irgendwie 4, 16 Uhr so. Okay, dankeschön, lieber Chat, dankeschön für eure Hilfe. Danke für die Spenden, ihr seid die Besten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet wieder ein. Wir werden jetzt öfter live gehen und... Weißt du, wo ich mich drauf freue? Worauf? Wenn Didi hier sitzt. Didi, genau. Also in diesem Sinne, Dankeschön, genießt den Abend. Tschüss. Und wer uns lieb hat, das ist jetzt ganz wichtig, dann teilt das Video, richtig teilen. Explodiert. Du explodierst vor allem. Du musst explodieren. Ja, nee, aber Leute, wenn euch, das will ich, wenn ihr euch uns an Herzen gewachsen seid, oder ihr, oder ich, oder wir, oder alle am Herzen gewachsen, dann teilt das Video. Das muss richtig mal explodieren. So. Daumen nach oben, Kanal abonnieren, habt einen schönen Sonntag, bis Mittwoch.